Neuland, frohes Osterfest. Jawohl, das machen wir jetzt. Und schaut mal, wie fleißig der Osterhase war. Der hat uns einen wunderschönen Ostertisch gerichtet. Das wollen wir jetzt genießen und frühstücken, oder? Richtig. Sind zwar etwas traurige Ostern. Ja, traurige, ja, ein bisschen ganz andere Ostern halt einfach, ja. Leider müssen wir, wie ihr auch, natürlich die Osterfeiertage ohne Familie verbringen. Und das ist natürlich schon ein bisschen traurig. Ja, nochmal wären jetzt hier Engel da. Ja, ja, jetzt volles Haus. Und da würden wir Ostereier suchen, aber wir haben uns das jetzt erspart. Ja, der Osterhase war so nett und Lize, er hat uns da wunderschön was hergestellt. Wolltest du dir dein Ei auch? Wie sehr? Ach so, ich dachte, du holst das da, ja. Hat er doch schön gemacht, der Osterhase, ne? Ja. Osterhäschen. Bei uns ist der Osterhase weiblich. Wie wahrscheinlich in der meisten Familie. Also würde ich sagen, dann lass uns das wollte ich nur sagen, ja, natürlich, wenn wir schon da sitzen und schon alle Leute bei uns haben, dann muss man was erzählen dazu, ja. Okay, dann erzähl mal. Ja, also wir wollten euch ein kleines Osterfrühstück bereiten, wenn ihr auch alleine zu Hause sitzt, ohne Enkelkinder. Und wir haben uns gedacht, weil wir sind ja fleißig am Drohnen üben. Mhm. Ja. Ja. Und das haben wir jetzt die letzten Tage schon gemacht. Und da wollen wir euch dann noch ein paar Impressionen von unseren Übungen zeigen mit Musik unterlegt. Wem es zu langweilig ist, der kann dann abschalten. Jetzt kommen dann nur noch Drohnenbilder. Ja. Nichts mehr Großartiges. Ich hole mir die Drohnen dazu. Da ist das Monstergerät. Monster, das ist. Spielzeug ist das. Ja, und wir waren also schon unterwegs, einen Absturz hat es auch hinter sich, den zeigen wir euch auch, ja. Mhm. Das war nämlich ganz komisch, auf einmal war der Bildschirm schwarz und ich habe keine Kontrolle mehr gehabt und heißt es immer, die Dinger bleiben einfach in der Luft stehen, was aber nicht der Fall war, die ist davon geflogen. Ja. Und ja, ich denke, das lag am Piloten, oder? Wahrscheinlich so lauter schwarzer Bildschirm, alle Knöpfe gedrückt und Hebel und alles Mögliche. Und wahrscheinlich hat er unsere Drohne total durcheinander gebracht. Auf jeden Fall wusste die nicht mehr, was sie machen soll und ist halt etwas unsanft gelandet. Aber sie hat gefilmt bis zum Schluss. Und hat jetzt gefilmt, wie die Osipanisch ihr nachgefahren ist mit dem Fahrrad. Ja, ja. Ah, okay, ich habe das Material noch gar nicht gesehen. Aber das zeigen wir euch natürlich. Und es gibt natürlich auch gelungene Aufgaben. Heute wollen wir auch noch mal machen. Mal probieren, ja. Und wenn dann alles vorbei ist und der Coronavirus bleibt, wir haben ja gelesen, dass die Polizei sucht ja jetzt Drohnenpiloten zum Überwachen der Bevölkerung. Ach so. Und wenn wir weiter so fleißig üben. Nicht so viele auf einem Haufen stehen, oder? Aber erfahrene Drohnenpiloten wie mich, man sie dann schon brauchen können. Oh, bestimmt, ganz bestimmt. Helles neuer Job. Also, wir gehen dann damit raus an die frische Luft. Ja, das dürfen wir und, ja. Und euch zeigen wir die Ergebnisse dann noch im Anschluss gleich. Ja. Ja, es ist ja so schönes Wetter und raus darf man, da spricht nichts dagegen. Bei uns. In Baden-Württemberg darf man ohne weiteres an die frische Luft gehen. Ja, in vielen Bundesländern. Ja, ja, nur 1,5 Meter Abstand muss man halten, außer zu den Menschen, mit denen man in einem Haushalt lebt. Und das ist ja bei uns beiden der Fall. Ja, genau so. Und wir leben sowieso auch noch etwas ländlich, habt ihr ja schon in der letzten Aufnahme gesehen. Da kann man sich wunderbar aus dem Weg gehen. Genau. So, und jetzt tun wir erstmal frühstücken, oder? Jetzt frühstücken wir, ja, genau. Also, wir wünschen euch frohe Ostern. Jawohl. Lasst euch die Laune nicht verwiesen. Nein, macht's schön, genießt das Leben. Man weiß nie, was noch alles auf einem zukommt. Wir schauen, dass wir noch ein Video auf die Beine stellen, dass ihr noch ein bisschen Unterhaltung habt. Und wir auch. Ja. So, aber jetzt würde ich sagen, frühstücken wir, oder? Ja, genau. Genau. Also, euch eine schöne Zeit. Ja. So.